Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem Kaffee mit mir. Schaut hin. So, liebe Freunde, lautet das Motto des diesjährigen Ökumenischen Kirchentages in Frankfurt, der Mitte Mai stattfinden soll, wird, auf jeden Fall anders als sonst, nämlich digital und dezentral. Schaut hin, das ist ein Satz, den Jesus seinen Freundinnen und Freunden sagt. Und er meint damit, und das macht es so interessant, nehmt wahr, guckt, was da ist, urteilt und handelt auch danach. Sozusagen eine kleine Arbeitsaufforderung für ein aufmerksames Leben und Arbeiten. Schaut hin, liebe Freunde, das könnte auch die Überschrift sein für das Werken, für das Tun meines heutigen Gesprächsgastes, Gerd Simons. Lieber Gerd, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Erzähl erst mal ein bisschen was von dir persönlich. Geboren wurde ich 1964, also vor fast 57 Jahren, und bin aus Aachen, nachdem ich nach dem ersten Lebensjahr nach Aachen gekommen bin, aus Aachen nicht mehr rausgekommen. Und 2000 war das so, in den Nullerjahren, war so der Punkt, wo ich dann zum ersten Mal in Brand aufgetaucht bin, aus pressetechnischen Gründen. Ich sollte dann eine Karnevalssitzung besuchen für die Aachener Zeitung und bin hier hängen geblieben. Ah ja. Bin mental hier hängen geblieben. Womit hast du angefangen? Eigentlich habe ich angefangen mit dem Hörfunk. Mir als Konsument. Also immer gerne Radio gehört. Immer Radio, mit 13 habe ich damit angefangen. Und mich haben dann die ganzen Öffentlich-Rechtlichen gelangweilt. Vor allem die Moderatoren, die ja immer gleichförmig waren. Bin dann gelandet bei den niederländischen und bei den englischen Moderatoren und habe irgendwann für mich entschieden, das kann ich auch. Und habe dann durch einen Zufall von einem Kollegen gehört, dass er in Belgien einen Radiosender mitbetreibt. Das war damals Radio Distel. Radio Distel war von der Volkshochschule in den Ostkantonen, also in der deutschsprachigen Gemeinde in Belgien, waren das Testversuche. Einmal in Eupen, das war Radio Distel, und einmal in St. Vith, das war Radio Kaktus. Dort wollten die Kollegen aus der Volkshochschule, auch durch Politiker unterstützt, einfach das Thema Lokalfunk erproben. Und da habe ich meine ersten Sendungen gemacht und bin auch dann hängen geblieben, musste aber dann aufhören. Aus fahrtechnischen Gründen. Ich hatte damals kein Auto und keinen Führerschein, auch heute noch nicht. So, und mache alles mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Ja. Bin ich dann radiotechnisch, bleiben wir mal auf der Radioschiene, bin ich dann bei Radio Studio M gelandet. Studio M, das war das Krankenhausradio des Marienhospitals. Habe da einige Jahre gemacht. Und dann habe ich meinen Zivildienst gemacht, bin dafür nach Essen gegangen. In St. Josef Krankenhaus. Also doch Aachen verlassen. Ja, für 20 Monate, für den Zivildienst. Und habe dann da Krankenhausfernsehen und Krankenhausradio gemacht, in Essen-Kupferdreh. Und zwischendurch hat sich dann ergeben, dass ich bei einem neu gegründeten Radiosender, damals Radiostudio Kelmis, anfangen konnte. Bin dann irgendwann mal Anfang der 90er Jahre bei Radio Aachen gelandet, die ich fast 20 Jahre Sendungen moderiert habe. Sag noch mal kurz unseren Zuschauern, Hörern, Radio Aachen, manche erinnern sich vielleicht nur daran. Was war das für ein Sender? Radio Aachen, das war die Konkurrenzveranstaltung zur Antenne AC. Radio Aachen für die Stadt und Antenne AC für den Kreis. Und irgendwann mal 2010, als der nächste Versuch der Insolvenz nicht mehr funktioniert hat und der Sender einfach aufgelöst werden musste, hat man sich zusammengetan und hat man dann Antenne AC gegründet. Was an der Radioarbeit hat dich denn da sehr interessiert oder auch fasziniert? Auch im Bereich der Musik. Musik spielt ja, glaube ich, auch eine große Rolle bei dir. Musik spielt eine sehr große Rolle bei mir. Vor allen Dingen die lokale Musik. Das heißt also, ich bin ein bekennender Förderer und Fan der Aachener Musikszene. Und das jetzt seit fast auch 40 Jahren. Dabei stelle ich halt fest, wenn ich dir diese Zahlen sage, dass ich alt werde. So, dass die Jahre so wegfliegen. Es ist halt die Möglichkeit, speziell aus für die Aachener Musikszene. Kannst du ein bisschen was sagen, wie umfangreich ist die? Und vor allen Dingen, wie wirkt Corona auch aus? Also wir haben
ein Vertreter hier aus Brandt ist der Robert Gray. Der auch schon mal in der Sendung. Den habe ich vor kurzem bei mir in der Sendung vorgestellt. Ich habe montagsabends immer eine Sendung, die läuft im Bürgerfunk über Antenne AC ab 21 Uhr. Mach ruhig mal Werbung hier, ne? Genau, und da wird es ausgestrahlt und das ist immer eine Stunde, eine knappe Stunde, wo ich halt die Bands vorstelle im Wort und im Ton und natürlich auch die Songs. Das ist für mich ein Grundsatz, dass ich nur Bands spiele, die ihre eigenen Sachen machen, beziehungsweise wenn sie schon Coverversionen machen, müssen das herausragende, also aus meiner Sicht herausragende Coverversionen sein. Und die Aachener Musikszene ist so vielfältig, es gibt aus meiner Sicht so knapp 400 Bands in Aachen. Ui, 400? Von denen sind maximal 50 auftrittsfähig und von denen treten so im Schnitt 20, 25 regelmäßig auf, außerhalb von Corona. Diese Geschichte mit Corona bremst natürlich alle aus. So, ja, ja. Und da sind auch sehr, sehr viele schöne Ideen entstanden. Es gibt viele Internetplattformen, zum Beispiel der Musikbunker selber. Es gibt ja auch drei Musikbunker, also ehemalige Luftschutzbunker, wo die Bands drin proben. Das ist der Musikbunkerverein. Und die machen also regelmäßig, ich glaube einmal im Monat oder zweimal im Monat, machen die so Aufzeichnungen, die dann auch ausgestrahlt werden. Die einzelnen Bands sind doch sehr akribisch und sehr, sehr engagiert, um ihre eigenen Sachen auch nach vorne zu bringen. Und das Schöne an Corona, wenn es da was Schönes gibt, das ist genug Zeit jetzt für die Bands, ihre neuen CDs zu machen. Also es gibt so viele neue Veröffentlichungen, die man natürlich leider nicht live vorstellen kann, aber da ist schon ein tolles Stück Musik. Ja. Ich bin der Auffassung, leider kennen die Musikstücke aus Aachen nicht so viele, da ist wirklich gute Qualität dabei. Kann kurzer Blick in Stolberch, wir sind ja auch Kirchengemeinde zu Stolberch, gibt es auch eine Musikszene? Ne? Die gibt es mit Sicherheit, aber da habe ich keine Aktien drin. Okay, ja, Musik ist das eine, du bist bekennender Rock'n'Roll-Fan. Jawohl. Das andere, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, ist der Karneval. Vielleicht sagst du mal dazu was, wie bist du mit dem Karneval zu klar gekommen, was bedeutet dir Karneval, wo bist du da engagiert? Karneval ist das Erbe meines Vaters. Er ist der einzige Öscher bei uns in der Familie. Wir sind alle überall irgendwo anders geboren, also in Würseln und in Babenberg. Und da habe ich das Brauchtum kennengelernt. Also ich kann mich noch wunderbar erinnern an Situationen, wo wir Fettdonnerstag, 18 Uhr, bei der Marktsitzung der Öscher Penn auf dem Katschhof bzw. auf dem Marktplatz standen, schwarz vor Menschen. Und es waren tolle Veranstaltungen und bin dann irgendwann hängen geblieben. Und habe dann, als ich 92 bei Radio Aachen eingestiegen bin, habe ich dann sofort auch die Karnevalschiene übernommen und das Musikprogramm zusammengestellt und auch die Rosenmontagszüge live übertragen. Fürs Radio, für den Hörfunk. Ja. Und Karneval hast du dann natürlich auch alle Termine, schreibst viel über die einzelnen, also hier liegt doch das Engagement der einzelnen Karnevalisten, der Vereine sehr am Herzen. Ja, ich habe einen eigenen Blog, ich habe oche-alarv.com, das ist meine eigene Internetseite, das Internetmagazin, wo natürlich auch die Brander stattfinden. Und ich habe immer einen guten Draht zu den Prinzen, komme zu den Umzügen, zu den Veranstaltungen. Karneval ist ein Lebensgefühl, das ist ein nicht zu erklärendes Lebensgefühl. Und natürlich hat während der Corona-Zeit an den tollen Tagen das Herz sowas von geblutet. Ich habe mir da auch tatsächlich Urlaub genommen, weil ich wollte den Schmerz mit mir alleine verbringen. Kannst du ein Trostwort sagen an die, die auch jetzt zuschauen und Karneval vermisst haben? Sag mal ein bisschen was. Wie ist es denen ergangen? Was wünschst du denen fürs nächste Jahr vielleicht? Toll finde ich, dass wir in Aachen, da auch ein Lob an die Vereine, die es gemacht haben, dass es zwei Prinzen gibt. Das ist den großen Prinz Guido der Erste, der wohnt übrigens in Brandt, und der kleine Prinz Phil der Erste, dass sie proklamiert wurden und dass sie so im Rahmen der Möglichkeiten was machen konnten, das finde ich toll. Das ist ein Zeichen gewesen, dass wir durchhalten müssen. Wir müssen alle durchhalten. Ja. Und es gab ja auch im Internet wieder Angebote. Das ist aber nicht was Karneval ist. Karneval hat was mit zusammen zu tun, hat was mit Berühren zu tun, hat was mit Schunkeln zu tun, hat was mit Gemeinsamkeit zu tun. Alles das ist im Internet nur bedingt möglich. Ja, ja, ja. Schöne Ideen sind entstanden. Karneval kommt wieder. Aber ich wage die Prognose, nicht mehr in dieser Form, wie wir ihn kannten. Weil Corona wird uns nach wie vor noch einige Jahre, Jahrzehnte erhalten bleiben. Wie wir aufgestellt sind durch Impfungen und so weiter, das entscheiden die Menschen in Berlin und in den, in den Minister. Ja, ja, ja. Ja,
Vielen Dank schon mal. Und eine andere Sache, wo du ja auch, wo auch dein Herzblut schlägt, schau hin, sehr, sehr wichtig. Der Stadtteil, die lokalen Bezüge, du gibst ein kleines eigenes Magazin mit anderen heraus, Neuzopter Brand. Was ist das und was bedeutet dir das, dieses Magazin? Also das Magazin, das bringt der Thorsten Neumann raus. Hm. Ich bin lediglich ein freier Schreiber, der Texte zur Verfügung stellt, genauso wie ich Texte für die Aachener Zeitung, Aachener Nachrichten schreibe. Da, wo man mich veröffentlicht, da mache ich das. Da habe ich ja wieder die Möglichkeit. Da habe ich zum einen auch wieder die Musikmöglichkeit für die. Ich kann selber kein Instrument spielen. Das ist der Dreh- und Angelpunkt in meiner Geschichte. Und das war auch der Grund, warum ich mich auf die Seite der Medien unter anderem gestürzt habe, weil ich der Meinung war, dass die Bands gehört und auch gelesen werden müssen, dass sie ein Podium brauchen. Und das betreibe ich jetzt seit. Ein bisschen Lobbyarbeit auch. Genau, das ist das. Das ist mein Job, das habe ich für mich so erkannt. Und es macht einfach Spaß, mit den Bands zu agieren, in den Konzerten zu stehen und die Platten zu hören. Ja, ja. Und es sind ja auch viele junge Bands. Ich bin ja fast schon der Älteste, der Senior. Ja. Und es macht einfach Spaß. Und es wird, du wirst einfach nicht alt. Du bleibst jung. Mein Sohn ist jetzt 33, der hat auch eine Band. Wuppertal ist der Lehrer. Von daher, die sind auch ein bisschen unterwegs. Das ist schon eine spannende Geschichte. Ja. Vor allen Dingen auch, weil da viel Herzblut drinsteckt. Und Engagement und eben auch viel Wachheit und Kritikfähigkeit von diesen. Ja, prima. Hör mal, lieber Gerd, was ist dir denn sonst noch wichtig für dich und deine Arbeit? Oder hast du vielleicht sogar ein Motto oder sowas? Also für mich ist das Motto, it's only Rock'n'Roll. Es kann so schlimm kommen, wie es ist. Ich finde, der Rock'n'Roll ist immer die Basis. Man muss sich immer wieder erden. Ja. Man muss immer daran denken, wer man ist und was man ist. Und einfach auch bescheiden für sich bleiben, mit den Füßen auf dem Boden, alles andere ist unwichtig. So, und dann kann man auch andere für sich gewinnen und mit anderen die Dinge tun, die man tut. Da kann man Interviews schöne machen, da kann man schöne Artikel schreiben. Du hast ja eben auch das Brander Magazin, das seit 15, 16 Jahren hier regelmäßig erfolgreich verteilt wird. Das ist eine wunderbare Geschichte, ein wunderbares Podium für die Brander, wo sie sich selber immer wieder entdecken. Mm-hmm. Und deswegen ist das auch so erfolgreich. Und deswegen macht es auch Spaß, sowohl für die Aachener Zeitung als auch für das Brander Magazin, einfach Artikel zu verfassen, mich mit Menschen wie mit dir zu treffen. Wir sind ja auch ganz gut im Kontakt und haben da immer schöne Themen, die mir auch aus deinem Bereich hier für unser Magazin gibt. Das ist eine tolle Sache. Ja, lieber Gerd, vielen, vielen Dank. Liebe Freunde, so ein Mensch, dem das Wohl der anderen, die Musik, die lokalen Bezüge, die Situation der Menschen vor dem Herzen liegt und das sozusagen als Hobby noch macht. Wobei ich glaube, dass die Art und Weise, wie du das machst, Gerd, schon ein bisschen eine Berufung ist. Deshalb vielen, vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast in dein vielfältiges Engagement zugunsten anderer Menschen. Du schaust hin, du urteilst, du schreibst, du informierst und holst auch Menschen ans Licht, informierst über die vielleicht wir so nicht auf dem Bildschirm hätten. Ganz herzlichen Dank. Euch allen nochmal einen schönen Abend, einen schönen Freitag. Nächsten Freitag ist dann der Karfreitag. Da werden wir uns dann wieder dem bewussten Thema des Karfreitags zuwenden. Alles Liebe, alles Gute, bleibt behütet. Und dir, lieber Gerd, noch alles Gute und vielen, vielen Dank. Danke gleich und danke für die Einladung. Gerne.